Ein freundliches Hallo an alle Eltern da draußen. Willkommen zu einer weiteren Folge der Weg mit Daddy-Theorie. Im Moment sprechen wir noch über das Buch Oje, ich wachse. Das ist ein Buch, wo es um die Entwicklungssprünge und Entwicklungsschübe, die wir alle durchgemacht haben, geht. Und unser Kind macht diese Schübe wahrscheinlich gerade auch durch. Wir sind jetzt beim achten Sprung und letzten Sprung aus dem Buch angekommen. Ich habe das Buch für euch zusammengefasst, das sind alles meine persönlichen Worte und ich habe auch bewusst einige Details weggelassen, wie zum Beispiel die Erfahrungsberichte der Eltern und die Checklisten habe ich auch enorm verkürzt. Das ist im Prinzip das aber auch, was das Buch ausmacht. Also ich kann jedem nur empfehlen, das Buch zu kaufen, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja, heute in dem Video geht es darum, zu erkennen, ob dein Kind wirklich im Sprung ist und ab wann der Sprung losgeht. Ja, so ein Sprung, so ein Entwicklungsschub ist natürlich wieder eine aufregende Sache für dein Kind. Dein Kind lernt jetzt wieder eine Welt kennen, die es vorher noch nicht kannte und das Ganze prasselt jetzt auf seinen Kopf ein und es ist sehr überfordernd einfach in diesem Moment für uns Menschen. Und deswegen wollen wir zurück zu dem, was wir kennen, das, was uns Sicherheit gibt, nämlich ist das in den meisten Fällen die Mama. Doch woran erkennst du, dass dein Kind zurück zur Mama will? Also erstens, der Sprung findet so ungefähr in der 55. Woche statt. Also so Pi mal Daumen, 1 bis 2 Wochen ist es immer. Also unser würde erst in der 56. Woche, das sagt die Erfahrung, weil er immer eine Woche drüber war. Und woran erkennst du, dass es ein Sprung ist? Dein Kind ist ziemlich viel quengeliger an der Zeit, es schreit viel mehr, es hängt dir viel mehr am Rockzipfel, es isst weniger, es schläft weniger, es fremdelt wahrscheinlich schneller, es hat Albträume, es hat Wutanfälle, ist bei dem Sprung besonders groß, habe ich gelesen. Und ja, es ist eifersüchtig auch auf alle Details oder alle möglichen Dinge. Das sind so verschiedene Anhaltspunkte, woran du erkennst, dass dein Kind gerade einen Sprung hat. Im Buch steht natürlich noch eine etwas detailliertere Liste mit weiteren Anhaltspunkten. Wie gesagt, unten in der Beschreibung. Ja, das Ganze löst bei uns Eltern aber auch irgendwie Sorgen und Irritationen aus. Wie ich in den ganzen anderen Videos zu Oje, ich wachse schon gesagt habe, nicht nur die Kinder machen einen Sprung durch, sondern auch wir Eltern. Diese Veränderung von des Verhaltens unseres Kindes löst natürlich auch bei uns ja, Sorgen und Irritationen aus. Also das bedeutet, man weiß nicht genau, warum er jetzt schreit, was er jetzt schon wieder hat oder sie. Und das ist halt wirklich so ein Punkt, dass wir auch Eltern, wir viel mehr streiten. Meine Frau und ich haben uns während der Sprünge immer viel gestritten. Und im Normalfall hat immer geholfen, dass ich da mit dem Kleinen ein paar Runden um den Block gegangen bin. Solltet ihr euch dann auch zu Herzen nehmen. Und oft sucht man einen Fehler bei sich selbst. Dabei ist es gar nicht man selbst, sondern das Kind erlebt jetzt gerade einfach eine neue Welt. Dein Kind lernt jetzt im achten und letzten Sprung die Welt der Programme kennen. Was ich damit meine, erfahrt ihr im nächsten Video. Einfach abonnieren, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann verpasst ihr es auf jeden Fall auch nicht. Ja, die Welt der Programme ist auch ziemlich interessant und ziemlich groß. Solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Lasst mir ein Like da und bis zur nächsten Folge.